Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, geht es mal wieder um den ML. Und ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe mit den Sommerfelgen. Auf jeden Fall ist heute der Zeitpunkt. Jetzt kommen sie endlich wieder drauf. Die meisten kennen den ML auf den Sommerfelgen wahrscheinlich nur aus meinem Outro. Jetzt passt das Outro wahrscheinlich auch mal an das Video. Im letzten Video haben viele gefragt, was mit dem Golf ist. Da steht er, ganz traurig. Da wird auf jeden Fall jetzt die kommenden Wochen losgelegt, Rost entfernt und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal um den ML. Jetzt zeige ich euch einmal die Felgen, wie die jetzt aussehen. Mal mit. Ja, das sind die schönen 17 Zöller hier, Winterreifen. Profil ist auf jeden Fall noch ganz gut da. Ja, aber ist natürlich eine Optik. Wie sagst du, hast du eben gesagt, Holzfäller oder was? Förster. Förster Optik. Ja, ist einfach viel zu viel Reifen, viel zu wenig Felge und deswegen können wir mal mit. Haben wir die schönen Dinger. Ich glaube, die wenigsten kennen sie. Die hatte ich in der Anfangszeit, wo ich YouTube so angefangen habe. Ich glaube, das war Oktober oder so. Da hatte ich die noch drauf. Sind keine originalen AMG-Felgen, sondern die Nachbauten. Die originalen AMGs gab es immer nur in 21 Zoll glanzgedreht. Die sind jetzt komplett schwarz in 22 Zoll. Schön schmaler Reifen. Ausnahmsweise auch mal keine China-Reifen, sondern super Pirelli-Reifen mit geilen Grip auf jeden Fall. Da ist man richtig sicher auf der Straße. Was gibt es noch zu sagen? Leider keine Mercedes-Sterne drin. Das kommt auf jeden Fall noch. Und hier könnte man natürlich noch so ein AMG reinkleben. Ah, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mache. Ist halt kein AMG. Man will ja nicht mit irgendwas prahlen, was man nicht hat. Außerdem kann man hier nochmal begutachten. Wenn man ein bisschen näher kommst hier, sind das Einschraubventile. Das ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Dann gucken die Ventile nicht so hässlich hier so raus. Da muss man hier mit dem Imbus das einfach rausdrehen, dann gibt es so einen Aufsatz, den schraubt man rein und dann kann man auch den Reifen mit Luft befüllen. Und ja, wie ihr wahrscheinlich im Titel auch noch gesehen habt, werden wir die Felgen erstmal Keramik versiegeln. Ich habe sie jetzt schon mal ein bisschen sauber gemacht, jetzt müssen wir sie noch ein bisschen mehr sauber machen, weil um sie Keramik zu versiegeln, müssen sie wirklich perfekt sauber sein, polieren. Normalerweise, wenn man Autokeramik versiegelt, sollte man es polieren. Da sparen wir uns jetzt aber bei den Felgen, weil es sind keine großen Flächen und Ziel der Keramikversiegelung ist es einfach nur, dass der Bremsstaub nicht so richtig anhaftet, wie es normalerweise der Fall ist und dass man den Bremsstaub einfach mit Felgenteufel oder anderen Felgenreinigern einfach wieder abstrahlen kann mit einem Hochdruckreiniger. So, wie legen wir los? Als erstes hatte ich ja gesagt, einfach mit einem Mikrofasertuch reinigen. Ich habe jetzt vorher die Felgen schon einmal mit Spüli einfach gewaschen, das heißt, sie sind schon ein bisschen entfettet und das ist auf jeden Fall wichtig, weil sonst hat die Keramikversiegelung keine Angriffsfläche, wo sie wirklich halten kann. Jetzt sind hier noch ein paar Verschmutzungen vorhanden. Hier habe ich natürlich die schlimmste Felge rausgesucht, die ich hatte, mit all ihren Bordsteinschäden. Und auf schwarz, man sieht natürlich jedes Staubkorn. So ein bisschen wische ich da jetzt mal rüber. Das wird sicherlich kein perfektes Ergebnis, aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass ich die Felgen schöner reinigen kann. Und sie haben ja eh Vorschäden, also das ist mir auch bewusst. Alle Ritzen, die man so nicht reingekommen ist mit dem Schwamm, immer schön durchwischen. Es handelt sich hier jetzt auch nur noch um Staub. Ach so, was ich noch sagen wollte, und zwar, ich mache jetzt erstmal nur den Stern und nicht die Hinterseite der Felge, weil die Hinterseite der Felge habe ich erstmal gar nicht so richtig sauber bekommen. Und da jetzt Keramikversiegelung drauf zu applizieren, wäre auf jeden Fall der falsche Weg, weil man dann einfach den Dreck wieder einschließt und ja, das bringt dann auch nichts. Also das Kit besteht hier aus so einem Schwamm mit einer weichen Seite und einer harten Seite, die weiche Seite nach unten, dann hier einmal so ein Stoff, der saugt das Ganze auf. Natürlich die Keramikbeschichtung. Der ist jetzt schon ein bisschen dreckig, habe ich schon ein, zwei Mal verwendet. Appliziert einfach nur so ein paar Tropfen drauf. Auf dem Lack natürlich lieber nicht zu viel nehmen, weil wenn die erstmal angetrocknet ist, die Versiegelung, ist es wie zweiter Klarlack und kann genauso poliert werden und ist auch dementsprechend hart. Ich glaube, die geben hier irgendwas mit 9H an, das soll irgendwie die Härtestufe darstellen. Ist auf jeden Fall hartes Zeug. Und dann geht man hier einfach nur so rüber, jetzt mal einfach nur eine Seite, also ich mache jetzt einfach nur diese beiden Y-Speichen, überall wo ich reinkomme.
nämlich diesen Applikator. Und da, wo ich nicht reinkomme, nehme ich diesen Klotz raus, nehme einfach nur das Tuch und gehe einfach so da rein, die Rillen. Wenn alles jetzt behandelt ist mit dem Zeug, muss man 1-2 Minuten warten. Dann härtet das so ein bisschen an und dann kann man das mit einem Mikrofasertuch einfach wieder abreiben. Also einen wirklichen Unterschied sieht man jetzt nicht, aber man merkt, dass es auf jeden Fall glatter ist. Was wir jetzt natürlich noch machen können, ist so einen coolen Test wie in so einer TV-Werbung, wo sie dann Wasser raufkippen. Oh ja, Alter, wild. Ja toll, jetzt habe ich alles wieder nass gemacht, super. Ja, jetzt müssen wir das alles natürlich wieder trocken machen. Und eben habe ich ja auch gesagt, dass man eigentlich kein Wasser drauf machen soll, so eine Stunde lang. Auch gut. Das heißt, die Stelle behandeln wir auf jeden Fall nochmal. Ja, ich wollte ja so cool sein, weißt du? Ja, war doch auch gut. Also ich werde nicht von denen gesponsert oder so, das habe ich mir selber gekauft. So, also mache ich jetzt noch die restlichen 3 Felgen, beziehungsweise die Hälfte der ersten Felge auch noch. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Felgen aufs Auto kommen. Genau, was ich auch gehört habe, dass es bei Plastik auch ganz gut funktioniert. Wo gibt es ein besseres Beispiel als beim Golf? Also das ist halt mehr als verglichen. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Ja. Ah. Ist ja erstmal jetzt nur nass natürlich. Das könnte jetzt WD-40 oder so auch machen. Mischen wir das gleich nochmal ein bisschen ab. Und dann kann ich ja mal von einem Langzeittest berichten. So, abwischen. Sieht gut aus, ne? Würde ich mal sagen. Sieht richtig hammer aus. Das lasse ich jetzt auch bewusst mal so, ob sich das dann halt wieder angleicht mit dem Farbton. Aber nicht schlecht. Doch hier den längsten, Alter. Was? Maximiliano hilft mit? Geisteskrank. Dass ich das mal miterleben darf. Eikos Community, so lass den Fuscher bloß nicht da. Der reißt gleich was ab. Ja, so schön in die falsche Richtung. Ja, ja. Alter! Das zwiebelt in den Fingern, was? Alter. So, ich mach mal die andere Seite. Was sagt ihr eigentlich zu meinem glänzenden Stern? Schick, oder? Ich weiß gar nicht, warum der sich so anstellt. Ja, war ganz knapp. Soll Bo direkt mal nachmachen. Jetzt muss ich die Handbremse anziehen, damit ich hier die Spurverbreiterung auch montieren kann, weil sich sonst das Rad beim Anziehen einfach mitdreht. Langzeitkorrosionsschutz, Keramikspray. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Bisschen hier dazwischen machen. Ach, hier ist sogar noch ganz viel Kupferfett vom letzten Mal. Was ist denn da? Nichts, ich komme mir nur in die Furnierung an. Hier, von dem Ding. Sehe ich aus, als würde ich sowas polieren. Das hier ist assi. Das ist richtig assi. Weil das hast du abgenommen, ne? Diese ja, Streben da zu machen. Hm. Ja, polieren ist nochmal ein anderes Thema, ne? Grund ist eigentlich nur, weil dieser Schraubenkopf, dadurch, dass wir ja hier eine Begrenzung haben in der Dicke, ziemlich kurz ist und die Stöße des Schlagschraubers nicht wirklich aushält. Hört sich fest an. Ich hätte sogar noch Fighter-Buff-Kappen in der richtigen Größe liegen. Echt? Ja. Die haben bei mir nicht gepasst. Du hast ja 77 und ich habe 62 oder so. Dann kann ich ja auf AMG tun, so. So. Doch.
jetzt noch die drei restlichen Felgen und dann gucken wir uns mal das Endresultat an. Bin gespannt. Ziehen wir die hier mal fest. Ich weiß, Leute, kein Drehmomentschlüssel, oh mein Gott. Ja, mache ich immer so. Ich werde wahrscheinlich demnächst sterben. Danke dafür. Aber ich vertraue den Drehmomentschlüsseln einfach nicht so, weil mir mal fast ein Rad abgeflogen ist, nachdem ich es mit 150 Newton festgezogen habe. Irgendwann hat man das einfach im Gefühl. Immer im Kreuz anziehen. Ach, das kennt ihr doch alle. Das i-Tüpfelchen. Diese schöne Abdeckung, damit man sich die verrosteten Schrauben nicht angucken muss. Dann hier einfach so raufgemacht, wenn man sie wieder entfernen möchte, nimmt man so einen Abzieher. Sorry für die Nebengeräusche jetzt. Das sind unsere fleißigen Nachbarn. So. So. So muss ich das anhören. Muss so klappen. Jetzt fahren wir das Auto mal raus und begutachten das Ergebnis. Ja, Leute, so, da ist das Ergebnis wunderschön, wie ich finde. Was sagt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr es genauso feiert wie ich. Also ich muss sagen, ich bin wieder ein bisschen verliebt in das Auto, will es eigentlich gar nicht hergeben. Aber so, schon kein Vergleich, oder? Macht das Auto, finde ich, gleich erstmal irgendwie ein Tick moderner, neuer und natürlich auch optisch ansehnlicher. Ich würde sagen, plus 100%, oder? Was würdet ihr sagen? Wie viel Prozent mehr würdet ihr sagen, sieht das Auto besser aus? Ja, glänzt natürlich hier schön. Leider haben wir keine Sonne mehr hier. Vielleicht mache ich hier noch Mercedes-Kappen drauf. Das AMG, weiß ich nicht. Ja, Leute, was sagt ihr eigentlich zu meiner Frisur? Bewertet mal den Haarschnittstil von Max. Auch mal wieder unten in die Kommentare schreiben. Wir müssen uns jetzt selber die Haare schneiden, gegenseitig. Ich bin eigentlich zufrieden, aber lasst mal eure Bewertung unten da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Like und lasst ein Abo da, falls ihr den Kanal gerade erst entdeckt habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.